Oh shit! Holy! Church! Oh, it's so good. Alter, it's too much. Guckt euch an, Leute, die Armee von Rastalot. Ja, hier kommen sie alle. Warte, warum bin ich ganz vorne? Ich hab keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Egal. Zieht ihm die Eier lang! Unsere kleine Hütte. Ich freue mich auch, dich zu sehen! Ah, scheiße. Seid gegrüßt. Sehr schön. Oh. Dankeschön. Vorsicht, ein wildes Tier. Wild erscheint es mir nicht, aber es scheint Panflötenmusik zu mögen. Wie meine Kürbisse. Ein wahnsinniges Tier. So groß wegen der Panflöte. Gehört dieser Hirsch zu euch? Nicht weiß wirklich, ich nein. Nicht. Wenn würde er bei mir an der Wand hängen. Mal. Aber wenn das okay, so weitergeht, Jäger. Werde ich es wohl als Haustier betrachten können. Irgendwie. Das ist doch direkt schon unsere erste Mission-Chat hier. Eine wilde Bestie attackiert das Dorf. Direkt die ersten paar Minuten, Junge. Das ist doch, also das ist ja wie gerufen hier. Die erste Heldentat. Vorsicht, Vorsicht! Eine wilde Bestie treibt sich hier herum. Na naja, gut, wenn ich der Hirsch wäre, ich wäre auch von mir weggelaufen. Erste Quest erfüllt. Ich erzähle jetzt heute den ganzen Tag jedem, dass ich eine wilde Bestie vertrieben habe. Nee, ich jogge. Ich jogge immer für das Training. Immer schön trainieren. Ihr seid wieder sicher, guter Herr. Die wilde Bestie ist entkommen, aber ich habe sie vertrieben. Sehr, sehr gerne, immer wieder. Also heute haben wir frische, saure Äpfel im Angebot und Kartoffeln und etwas Mais und Kürbisse sogar. Was hört sich da noch was an? Oh, da ist einer der Äpfel. Oh, den sollten Sie aber nicht nehmen, der ist ja ganz schmutzig. Ein Henkerfreund, was meinst du, was willst du denn? Ein bisschen wortkarg heute. Hättet ihr die Güte und würdet mir von jedem einen geben? Ja, natürlich. Wir müssen jetzt rechnen hier. Ups. Oh nein, nein, das ist der Henker. What the? Was passiert denn hier? Was? Ich verstehe. Also doch, lieber Mensch. Ihr müsst dem Henker nachsehen, er hat in letzter Zeit nicht viel Wut rauslassen dürfen. Wachen. Ich sammle das schon wieder auf, Frau Drake, keine Angst. Sie ist wieder im Stand und greift uns an. Ach ja, hallo. Das ist der Henker. Ich dachte auch erst, es wäre ein wildes Tier, aber ich glaube, das ist ein Haustier von dem guten Herrn hier. Und nein, das ist der Henker, der Schlosshenker. Was hängt er denn? Na, die Menschen. Ich möchte nicht, dass die Wildsau uns die ganzen Kartoffeln auffrisst. Ich hol mal die Wachen. Wo ist denn der Wildsau? Ich bin immer vorne. Immer. Hast du eine Wildsau gesehen? Herr Henker, bitte. Sie dürfen nicht hinter den Tresen, ja? Was macht ihr mit dem Henker? Redet doch erstmal mit dem Schwein. Warum beleidigt ihr immer alle den Henker? Das ist der Henker. Wenn du satt bist, kannst du doch bitte gehen. Guck mal, komm her, das ist super dominant, dieser Wächter hier. Ich glaube, die sind sehr unhöflich. Lass uns mal lieber gehen. Alles gut. So viel ist ja auch gar nicht passiert. Ich kümmere mich drum, ja? Nimm das. Ganz schnell wieder eingesammelt. Was ist denn hier geschehen? Ja, das ist. Alles gut. Ich habe das gleich wieder unter Kontrolle hier. Ja, Frau Drake, dieses Ferkel kam einfach hier hin und hat hier die Sachen angerempelt und dann ist alles rausgefallen. Also, ich fürchte fast, ich habe meine Schlüssel vergessen. Mir wird gerade klar, dass ich dieses ganze Schlüsselbund hätte nehmen müssen. Naja, 3 Taler, meint ihr?
6 Taler insgesamt jetzt. Also 6 Taler. Vielen Dank. Wohlbekomm's. Ja. Gehabt euch wohl. Warte, was? Gehabt euch wohl. Habt ihr noch was gesagt? Ich glaube, ihr kriegt noch Wechselgeld. 6 Taler waren es doch, oder nicht? Ja. Oh. Oh, ja, ja. Schade, ich habe gerade mein ganz. Ja, genau, da habt ihr mir nämlich ein bisschen zu viel gegeben. Ja, ich sehe es gerade. Ich finde mein Geld, mein Taler nicht mehr. Mein Beutel finde ich nicht mehr. Ich bin bereit, den schönsten Apfel rauszusuchen. Sieh nur, den sie nur die Prinzessin möchte kosten. Ja, ich sehe schon. Seid gegrüßt. Grüße. Welch Ehre, dass ihr uns hier mit eurem Besuch belohnt. Aber natürlich, stets und ständig bin ich doch eher den Bürgern nahe. Und nur den schönsten und frischesten. Hier, das ist der allerschönste, den ich finden konnte. Hab Dank. Ich werde ihn mir aufbewahren. Euch wohlbekommen, ich hoffe, Hoheit. Es mundet euch. Ich werde ihn noch ganz allein in meinem Zimmer verspeisen. Nun denn, auf dann. Gehabt euch wohl. Durial, könntest du mir wohl wieder aufhelfen? Ich hab's doch nicht so mit dem Kreuz. Ja, natürlich. Kommt. Yeah. Ich danke dir wirklich. Einen guten Tag wünsche ich. Mein Haar ist wärmlich. Guten Tag, die Damen. Grüße. Die Damen. Guten Tag. Oh. Vor Ihnen steht Prinzessin Lalina von Rastalot. Welch Ehre. Welch Ehre. Die zweite Schönes Kleid. Hoheit, ja. Oh, stimmt. Gleich noch eine Prinzessin, Frau Drake. Noch eine Prinzessin? Ja, ich bin die bessere Prinzessin. Natürlich seid ihr das. Oh. Die Beste, natürlich. Die Prinzessin, hat etwas Hunger. Ja, ich kann unsere frischen Äpfel empfehlen. Durial, tu doch etwas. Such etwas heraus. Hier, unseren besten Apfel. Für ganz besondere Gäste aufgehoben. Blank poliert, ganz frisch von den besten Apfelbäumen Rastalots, eure Hoheit. Sie glänzen wahrlich fein, ja? Ja, schmeckt ganz in Ordnung. Ich bin ehrlich, ich habe schon Besseres gegessen. Ach, das müsst ihr ja auch. Die Burgküche soll ja ganz vorzüglich sein, ja. Natürlich, unsere Äpfel sind eurer nicht würdig. Ja, da habt ihr recht. Wollt ihr euch noch weiter umsehen, Prinzessin, oder... Ja, aber nicht an diesem Stand hier. Kosten? Ja. Auf dann! Ja, auf dann. Auf Wiedersehen! Gehabt euch wohl. Durial, so hoher Besuch, den ganzen Tag schon. Was ist hier nur geschehen? So direkt nacheinander vor allem. Ich helfe euch nochmal hoch, Frau Drake. Ihr kommt. Ah, danke schön. Die Geheimzutat der Liebe ist es doch, was es am Ende richtig gut macht. Und wenn diese Leute die Liebe nicht mehr haben, ach, wer soll ihnen denn noch helfen? Das war sehr poetisch. Ach, es sind poetische Zeiten. Was wir für Geschichten erzählen können. Das ist wie das Wildschwein. Wie heißt es denn? Marx der 77. Marx der 77. Ja. Meine Stimme hat Was ist denn mit den anderen 76 passiert? Ja, die waren leider nicht sehr brav. Jetzt muss man nur noch sagen, wie ich zum König. Verstehe. Ja, ich glaube, immer noch. Also, er war Bürgermeister und dann. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat seine Familie ein bisschen unterdrückt und er hat, glaube ich, so politischen Kram gemacht. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Und dann mochten ihn alle nicht mehr und dann hat er, glaube ich. Bei der Geburt. Naja, ich erinnere mich an ein Bild von einem Schaf am Rathaus. Diese habe ich doch nie gesehen. Ach, eure jungen Ohren sollten das jetzt nicht hören. Ihr meint doch nicht etwa, dass der gute Mann mit einem Schaf... Okay, ja, vielleicht... Ich meine überhaupt nicht. Die Schamesröte ist schon in meinem Gesicht.
Ich kümmere mich nochmal um die Kartoffeln. Ja, und frag doch ein Ero dazu, ich glaube. Oh, da liegt ja eine Banane. Ach ja, Frau Eller, es gibt da noch ein Problem. Wir haben jetzt hier noch eine zweite Sorte von Äpfeln. Ach. Da hinten die. Welche denn? Ja, hier. Ein Pferdeapfel. Aber die verkaufen wir doch nicht, oder? Frau Eller, ich habe euch noch gar nicht erzählt, was heute Morgen passiert ist. Direkt als erstes. Noch als ich so auf dem Weg zum Markt war. Da war eine wilde Bestie. So direkt am Fluss bei meinem Haus. Eine Wildsau. Schlimmer. Ein wildes Tier. Ein Hirsch. Ein riesiger Hirsch. Ein Hirsch. Der war bestimmt dreimal so groß als ihr. Ach, herrje. Aber ich habe ihn verjagt. Ich habe ihn verjagt. Zurück in den Wald. Sehr gut. Ja, da muss man schon. Man muss schon Respekt haben vor den Tieren hier. Immer gut aufpassen. Ja, nicht, dass die irgendwie Leute angreifen oder Schlimmeres. Das ist auch schon passiert. Da sind die Wildschweine bis auf den Marktplatz gerannt und haben gewütet. Nicht so diese zahmen Wildschweine dort drüben. Nein, ich rede von richtigen Bestien. Und ich habe gehört, es gibt Bären. Wilde Wildschweine. Ja. Manchmal tun sie das, die Tiere. Wenn sie nicht genug Futter draußen finden, kommen sie bis ins Dorf. Es schmeckt hier sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Ja, also ich gehe sowieso hier zur flotten Amme. Die schmeckt besonders gut. Machen wir das mal, ja. Tschüss. Kennt ihr den guten Mann, Frau Eller? Ja, natürlich. Ja. Hallo. Das ist der Herr Topfer. Frech und frech, wie immer. Ja, genau, doch. Die nächste junge Dame. Wie geht's euch beiden? Ich bekomme gerade den zweiten Frühling meines Lebens, geht das? Er übertreibt immer so ein bisschen. Ja, schön, aber die Schönheit von euch ist auch super übertrieben, ja. Huch, mir war gerade kurz so, als wäre uns eine Waffe entgegengeflogen hier. Oh. Mir war so, als wäre ein Wildschwein wild geworden. Was ist da? Ja, glaube ich, träume gerade denselben Tagtraum wie ihr. Kennt ihr das, wenn so alles vor dem Auge verschwimmt, wenn man so nachdenklich in die Ferne blickt, dann ja, durchaus. Hier, also durchaus, das habe ich gerade geschafft. Vielleicht wäre sogar der Fischhändler interessiert. Schaut doch mal bei Nero da drüben vorbei. Sehr gerne. 2 Taler, bitte. Sind das die hier drüben? Wenn ich dich noch einmal rennen sehe, schon. Er steht hinter Fisch dann. Schau. Danke, Serda. Holy shit. Oh. Oh Gott. Ich glaube, der büxt gerade eine Prinzessin aus. Ja. Guten Tag, die Herrschaften. Grüße. Hallo, ich bin's, der baldige Bürgermeister Willbald Erben. Und ich würde gerne im Zuge meines Wahlkampfes diese junge Dame zum Essen einladen. Mit guten Grüßen des baldigen Bürgermeisters. Was wollen Sie denn haben? Ich bezahle Sie. Ein Apfel, dachte ich, oder eine prächtige, dicke Kartoffel. Oder ein Kürbis. 10 Äpfel für 20 Taler oder 10 Kartoffeln für 30 oder ein Kürbis für 12. Achso, 10 Kartoffeln wären noch schön. Da könnt ihr euch eine leckere Kartoffelsuppe kochen. Ja, das ist doch schön. Mit besten Grüßen des baldigen Bürgermeisters und ich würde mich sehr freuen, wenn diese Kartoffel ihre Zunge so sehr schmeichelt, dass diese Zunge meinen Namen schreit, wenn der König sie fragt, wer der neue Bürgermeister sein soll. Sind wir die dann auch gemeinsam, wenn sie mich zum Essen einladen? Wie bitte? Meine Zunge? Ob unsere Zungen gemeinsam? Nein, die Kartoffel, ob wir die miteinander essen. Ach, das können wir sehr gerne machen, Frau Hofbauer. Das würde ich. Was ja, sehr. Schwere Nöter, nicht wahr? Ja, Sie können auch gerne eine Kartoffel mit uns essen. Kartoffeln für alle. Das Volk hat Hunger, wissen Sie. Kartoffeln für alle? Also, das waren dann 10 Kartoffeln, ja? Naja, vielleicht auch 30 für 90 Taler. Das sind 20 Taler und nun.
speisen Sie doch die Herrschaften. Sie haben auch Hunger, sehen Sie das nicht? Oh ja, ich komme gerade aus dem Gefängnis. Zählt das oh, für 20 Taler? Okay. Hm. Was? Ist Ihnen das etwa nicht gut genug, werter Herr? Naja, es fehlen, nicht es so fehlen einfach noch 10. Zu haben, wenn er nur 20 so. Taler locker machen kann. Ja, die Hufschmiede, ne, die war etwas spendabel. Aber das war sicher nur ein Irrtum. Also ein baldiger Bürgermeister wie ihr, der hat doch bestimmt hier alles passend. Für die Kaffeekasse, wegen des bedauerlichen Irrtums. Wir sollten alle viel mehr Kartoffeln haben und viel mehr Geld und viel mehr Spaß und Freude am Leben. Kartoffeln für das Volk. Ich glaube, eine ihrer Kartoffeln liegt da. Kartoffeln für das Volk. Hier sind wir doch alle gleich, von oder nicht von. Wir sind alles Menschen, nicht wahr? Da haben Sie vollkommen recht. Hört, hört. Ja, genau. Und wenn ich Bürgermeister bin, dann schaffe ich die Stände ab. Also jetzt nicht Ihren Marktstand, aber... Was? Wie jetzt? Also, wir sollten alle in den Adel erhoben werden, ja. Das klingt ja wunderbar. Ja. Das heißt, ich könnte dann auch Ritter werden, wenn ich euch wähle? Na selbstverständlich, jeder kann alles werden. Meine Stimme habt ihr. Oh, das ist ja... Ihr habt mich überzeugt. Nein, wir bieten hier kein Menschenfleisch an. Das ist sehr gut. Ich wollte nur sicher gehen. Sagen wir mal so, die haben halt ein kleines Problem mit uns. Ne? Wie es scheint. Weil sonst würden sie nicht solche dummen Lügen hier verbreiten. Und ich werde langsam sauer. Ich werde langsam ein bisschen ungeduldig. Hier kommt alle 5 Minuten einer rein und fragt nach irgendwelchen Menschenleichen. Das geht mir langsam hier, gibt mir das Gehör gegen den Strich. Wo kommen die Gerüchte her? Ihr könnt nichts dafür. Von der Konkurrenz? Ja, von dieser Kaschemme da hinten. Von diesem Drecksloch hinten im Bauerndorf. Aber gut, entschuldigt mich einen Moment. Nun denn, um diese Farce hier zu einem Ende zu bringen, entscheide ich nun letztendlich final darüber, wer den Titel des Bürgermeisters innehaben soll. Dies kann natürlich niemand Geringeres sein als Wilbald Erbenspferd, welche die Mutter von Weberlichingen ist, was wiederum Ragerius zum Bürgermeister macht. Ja! Okay. Hallo? Bin ich da beim Schreiner? Hallo? Prinz William, unser Prinz, ein Eselmann. Man sieht es an seiner Nase dann. So groß wie sein Gemächt, sein Pferdeschwanz. Ja, er wird uns regieren auf ewig William voranschreiten tut. Niemand wird uns beschützen, außer dieser Prinz. Ich knie nieder vor ihm nieder, du wahrer King. Ja, aber das heißt ja nicht, dass wir... Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht Sachen auch besorgen können oder Sachen von A nach B ermitteln können oder... Oder. Wir können alles besorgen. Ja, wir können auch vergeben. Im Wesentlichen... Wir können alles besorgen? Wir können das auch diskret halten. Genau. Oh. Richtig. Oh. Unsere Prinzessin. Seid gegrüßt. Eure Hoheit. Nun, was macht ihr? Das war meine Chance. Wir sind das Postamt. Nee, ich bin eigentlich nur gerade auf der Suche nach... Meine Begleitung ist mal da abgesprungen für die Unterhaltung heute noch. Deswegen suche ich gerade noch. Ja, kein Problem. Wenn wir sie finden, dann werden wir ihr ausrichten, dass sie nach ihr dringend suchen. Ja, wenn wir uns diese komplett fremde Person finden, dann richten wir ihr etwas aus. Hab Dank. Sehr gerne. Gehabt euch wohl. Auf bald. Auf dann. Oh mein Gott. Also wie war das noch gleich hier? Mit besorgen, ohne dass das jemand mitbekommt? Ja? Also, wie gesagt, wir versuchen erstmal ganz diskret Dinge zu besorgen, wenn sie etwas haben möchten. Mhm. Und wenn wir diskret sein sollen und das unter uns bleiben soll, dann gehört das einen gewissen Aufpreis, je nach Menge oder dem, was sie haben wollen und was um was sich handelt, von 1 bis aufwärts Taler. Also, Freunde. Also, was schwebt Ihnen denn so vor, was Sie... Ich rede mal ein bisschen leiser. Ich hoffe, ist nicht zu leise hier. Ja, warten Sie, flüstern ein bisschen hier. Ja. Also, wie sähe das denn aus mit, ich sag mal, Waffen, eventuell? Übungswaffen vielleicht?
Habt ihr sowas schon mal besorgt, oder? Ja. Nee, aber ich kann mich dementsprechend mal umhören. Das wäre super. Dann komme ich vielleicht morgen nochmal vorbei und vielleicht auch so um die Uhrzeit, ne? Also wo keiner mehr so zuhört und so. Und dann können wir uns das vielleicht mal überlegen, wie das preislich aussieht? Natürlich. Na klar, an wem sollen denn die Waffen geliefert werden? Also wer bekommt die denn, wenn ich fragen darf? An den Obststand werden die geliefert. Okay, da, wo die Oma immer steht? Ja, also die muss vielleicht auch nicht unbedingt davon erfahren, weil die gute Frau macht sich immer Sorgen. Ihr versteht vielleicht. Okay. Ja, wir können es ja so machen. Ihr bringt erstmal in Erfahrung, wie viel das insgesamt so kosten würde. Und dann unterhalten wir uns drüber. Und dann gibt es quasi Vorkasse und Nachkasse. Was haltet ihr davon, ne? So machen wir das, das klingt gut. Grüße. Das klingt sehr gut, ja. Super, alles klar. Ja dann, gehabt euch wohl, gute Nacht, wir sehen uns. Ja, genau.